Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute der Autor Elko Laubeck. Hallo Elko, stell dich doch einfach mal vor. Hallo, ich bin Elko Laubeck, bin jetzt 67 Jahre alt. Ich stamme ursprünglich aus dem Niederbergischen, bin in Heiligenhaus aufgewachsen, habe im Fellbad Abitur gemacht und geboren bin ich in Kettwig, was heute zu Essen gehört. Nach dem Abitur habe ich Germanistik und Philosophie studiert an der Universität in Düsseldorf und bin dann in den Journalismus hineingerutscht, habe zunächst bei der Westdeutschen Zeitung volontiert und bin dann 1989 gewechselt zur Dithmarscher Landeszeitung als Redakteur. Das ist so eine kleine Regionalzeitung in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein. Und so bin ich auch 1989 hier in den Norden gekommen, in der Nähe der wunderschönen Nordseeküste, namentlich in Heide, in der Hauptstadt des Kreises Dithmarschen. Ich habe ein Berufsleben lang als Journalist gearbeitet. Und als Journalist muss man ja immer genau das schreiben, was die anderen einem in die Feder diktieren. Also man kann sich ja nicht da einfach was ausdenken oder so. Man muss möglichst exakt und verständlich wiedergeben, was die Meinung der anderen ist oder was gerade passiert ist, wenn es um zum Beispiel Verbrechen geht oder Unfälle, Feuer und dergleichen, also kleine Katastrophen. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, ich müsste mal eine Geschichte erfinden, eine Geschichte schreiben. Das war eine fixe Idee. Aufgrund einer Erinnerung an eine Urlaubsreise 2015 durch Südfrankreich. Und zwar mit einem Hausboot entlang des Kanal du Midi. Und da ist mir eine Begegnung in Erinnerung geblieben, nur aus der Ferne, die Schleusenwärterin von Akte. Und irgendwann, 2 Jahre später, also 2017, habe ich mich hingesetzt und überlegt, ich müsste eine Geschichte darum spinnen, eine Romanze. Aber mir ist nichts eingefallen. Und dann habe ich überlegt, ja, ich muss da einfach eine Kriminalgeschichte darum weben. Ja, und dann habe ich mir kurz überlegt, wie würde ich einen Kriminalroman schreiben? Und dann habe ich einfach angefangen und losgeschrieben und war plötzlich wie besessen. Ich hatte Blut geleckt. Und so bin ich dazu gekommen, dass ich meinen ersten Krimi geschrieben habe. Erst später habe ich dann, ja, als ich dann die Zeit hatte, als ich in Rente ging, habe ich dann das nochmal durchgesehen und auch an verschiedene Leute geschickt. Und irgendwie bin ich dann über den Novum Verlag gestolpert und die haben mir zurückgeschrieben, sie möchten das gerne machen. Und dann ist es seinen Lauf gegangen und es gab Korrektur, es gab Lektorat, es gab Titelbild-Auswahl und Gestaltung und das Buchlayout und so weiter. Und dann ist das Buch tatsächlich irgendwann mal herausgekommen und ich hab's ja jetzt in der Hand. Und das ist mein erster Roman, der heißt Polizeidienst en Français, die Schleusenwärterin von Akte. Na, jetzt hast du den Buchtitel schon verraten. Aber das ist gar nicht schlimm. Du hast gerade so viel erzählt. Das ist ja Wahnsinn, was du alles schon so erlebt hast. Unglaublich. Ja, das heißt ja auch, dass ich mein Leben viel geschrieben habe, immer schon. Aber eben keine erfundenen Geschichten, sondern als Journalist das, was in der Welt oder beziehungsweise hier in der Gegend so passiert. Genau. Magst du zu deinem Buch ein bisschen was erzählen? Ja, das Buch, wie der Titel schon sagt, handelt davon, dass ein deutscher Kommissar im Rahmen eines deutsch-französischen Austauschprogramms nach Südfrankreich geschickt wird, um ja den französischen Kollegen einmal über die
Schultern zu gucken, was, wie machen die das, wie ermitteln die da und so weiter und so fort. Ich kann ja kurz den Klappentext vorlesen. Kommissar Gerd Pocher wird im Austauschdienst nach Agde in Südfrankreich versetzt. Ein Traum, denn er liebt dieses Land sowieso. Und dann lernt er die Schleusenwärterin Michelle kennen, eine bildhübsche Frau, in die er sich Hals über Kopf verliebt. Die Gefühle scheinen auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Was hat sie mit dem Toten zu tun, der angeschwemmt wird? Schnell wird klar, sie hatten eine Affäre. Man könnte meinen, das Wasser steht ihr bis zum Hals. Aber erst lässt man das Wasser der Schleusenkammer ab. Spurensuche. So weit, so gut. Ja, das macht neugierig. Und deswegen musst du jetzt auch gleich anfangen mit Lesen. Okay, also ich fange einfach mal ganz am Anfang an. Erstes Kapitel. Mensch Pocher, Sie können doch leidlich Französisch, platzte Schmidt in das Büro des Kriminalhauptkommissars. Da hätte ich eine ganz spezielle Aufgabe für Sie. Gerd Pocher drehte sich nichts Gutes ahnend um und blickte seinen Vorgesetzten etwas verdutzt an. Er antwortete erst einmal ganz bescheiden. Naja, es geht so. Es reicht, um beim Schlachter 5 Scheiben Schinken zu bestellen. 5 tranches de jambon. Was ihn aber verblüffte und etwas verunsicherte, war, dass es Schmidt war, der sich nun ihm gegenüber vor seinem Schreibtisch aufbaute. Er war nicht sein unmittelbarer Vorgesetzter, sondern saß noch eine Etage darüber. Er war die rechte Hand des Polizeidirektors, der für Personalangelegenheiten zuständig war und in engem Kontakt stand mit dem Innenministerium. Also, holte Schmidt aus, wir nehmen da an einem Austauschprogramm teil. Wir bekommen Verstärkung von einem französischen Kollegen. Dafür sollen wir einen Mitarbeiter nach Frankreich entsenden. Das ist die Chance, Pocher. War es eine Überlegung, um Pocher aus dem Bereich der Kölner Polizeidirektion loszuwerden, oder waren es Lob und Auszeichnung? Pocher musste einen Augenblick überlegen. Ihm ging es durch den Kopf, dass er vor 2 Jahren unter großem Erfolgsdruck bei 2 Mordfällen nicht den richtigen Riecher gehabt hatte, um den Mördern auf die Spur zu kommen, und wochenlang den falschen Mann im Verdacht gehabt hatte. Er hatte um Versetzung in ein anderes Dezernat gebeten. Es hatte wohl auch mit den Kollegen, vor allem mit einem, zusammengehangen und mit seiner privaten Lebenssituation. Er hatte sich beruflich nicht mehr gut im Kollegenkreis aufgehoben gefühlt und nach 2 ungeklärten Mordfällen und privat auch nicht mehr in seiner Familie. Seine Frau und er hatten sich auseinandergelebt. Da war einfach nichts mehr gelaufen. Sie hatten sich nur noch wegen jeder Kleinigkeit in die Haare gekriegt und die Kinder waren ja fast erwachsen. Er war vor 3 Jahren zu Hause ausgezogen und ein Jahr später in die Drogenabteilung gewechselt und hatte dort immerhin an einem größeren Polizeierfolg mitgewirkt, sodass er wieder Vertrauen in seine kriminalistischen Qualifikationen gewonnen hatte. Seine Ermittlungen hatten am Ende sogar zur Sprengung eines größeren internationalen Dealerrings beigetragen. Es hatte eine Razzia auf einem Kreuzfahrtschiff auf dem Rhein gegeben, die ziemlich großes Aufsehen erregt hatte. Nicht nur, weil rund 100 Fahrgäste an Bord der MS Aroma festgehalten worden waren, sondern auch, weil in einer Kabine tatsächlich 25 Kilogramm reines Kokain sichergestellt werden konnten. Der Prozess war gerade abgeschlossen worden. Pocher hatte als Zeuge vor der großen Strafkammer des Landgerichts ausgesagt. Insgesamt konnten 15 Personen ermittelt werden, die damit in Zusammenhang gestanden hatten. Hauptdrahtzieher und Weiterverkäufer zwischen Rotterdam und Basel. Die Beweislast hatte ausgereicht, um das Gericht von der Schuld zu überzeugen. Am Ende hatte es Haftstrafen zwischen 3 und 8 Jahren für alle gegeben, bis auf 2 Minderjährige, die nochmal mit Arbeitsstunden davongekommen waren. Ich gebe ja zu, dass ich gerne Urlaub in Frankreich mache, aber meine französischen Kenntnisse reichen doch nicht, um da zu arbeiten und dann in einer doch recht verantwortungsvollen und hoheitlichen Position,
stellte Pocher seine tatsächlichen Sprachkenntnisse unter den Scheffel. Das Austauschprogramm läuft ja bundesweit. Da kommen französische Beamten aus allen Regionen für zunächst 3 Monate nach Deutschland. Es geht um Einblicke in die tägliche Arbeit, Erfahrungsaustausch und so. Für unsere Direktion wurde unter anderem ein Beamter aus Montpellier avisiert. Der fehlt da natürlich in seinem Gebiet. Und den sollen Sie für die Zeit vertreten. Montpellier? Es können ja nicht alle nach Paris gehen. Ah, klar, stimmte Pocher zu. Mensch, Pocher, das ist, glaube ich, am Mittelmeer. Sie arbeiten quasi da, wo andere Urlaub machen. Das tue ich doch auch hier in Köln, lästerte Pocher. Hier in Köln? Beim Städtetourismus ist Köln doch eine der beliebtesten Destinationen der Welt. Alle wollen den Dom sehen. Irgendwie beeindruckte Schmidt Pochers Schlagfertigkeit und er ergänzte, und am Abend bei früh ein Kölsch trinken. 5 bis 10 Kölsch, korrigierte Pocher. Also, überlegen Sie es sich. Schmidt schritt um den Schreibtisch herum und klopfte Pocher auf die Schulter. Außerdem weiß ich von Ihnen, dass Sie überzeugter Europäer sind. Und das Austauschprogramm dient nicht zuletzt dazu, das Verständnis über die Grenzen hinweg zu verbessern. Verfiel er in einen ansatzweise hörbaren regionalen Akzent, den europäischen Gedanken mit praktischem Leben zu erfüllen, genau wie Sie gesagt haben, sogar in verantwortungsvoller und hoheitlicher Position. Da hatte Schmidt allerdings sein Herz getroffen, die Grundfesten all seiner politischen Einstellungen. In der Tat fühlte sich Pocher als Europäer und mit seiner Jugend war er von dem Gedanken eines grenzenlosen Miteinanders fasziniert, obschon er gerade in der Drogenabteilung die Erfahrung gemacht hatte, dass Kriminelle die Grenzöffnung und Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union schamlos ausnutzten, davon profitierten und die Polizeiarbeit durch nationale Zuständigkeiten eher behindert wurde. Mithin wäre genau eine intensivere, grenzüberschreitende Zusammenarbeit der nationalen Sicherheitskräfte die Antwort darauf gewesen, zusätzlich zu Frontex, Interpol oder Europol. D'accord, sagte Pocher zustimmend nickend. Ich werde es mir überlegen. Schmidt hatte ein freundliches Lächeln aufgelegt. Gut, kommen Sie morgen um 9 Uhr in mein Büro. Da besprechen wir alles Weitere. Pocher wendete sich wieder seiner Arbeit zu. Routineangelegenheiten, Verfassen von Vernehmungsprotokollen, die Zuordnung aussagefähiger Fotos und eines Ausschnittes der Videosequenz einer Überwachungskamera an der U-Bahn-Station Neumarkt, auf der zu erkennen war, wie ein 17 Jahre alter Junge, er war inzwischen als Jürgen Pulheim identifiziert und vernommen worden, einem etwa 30 Jahre alten Mann Geldscheine in die Hand drückte und danach einen Beutel entgegennahm und in die Tasche steckte. Wie doof kann man nur sein, dachte Pocher, einen Drogendeal an einem Ort zu vollziehen, der bekanntermaßen von Kameras überwacht wird. Wie sie später herausgestellt hatte, waren in dem Beutel 1000 Ecstasy-Pillen gewesen. Sie hatten den Jungen geschnappt, suchten aber immer noch nach dem vermeintlichen Verkäufer. In Gedanken war Pocher mit einem Mal woanders. Er stellte sich vor, seinen Job an der südfranzösischen Küste auszuüben. Befristet zwar, aber das hatte schon etwas Verlockendes. Ein solcher Tapetenwechsel würde ihm vielleicht gut tun, ihn nach vorne bringen, ihm neue Lebensimpulse geben. Er fühlte sich in einer emotionalen Sackgasse. Er machte mehr oder weniger Dienst nach Vorschrift, gab zwar sein Bestes, um Licht ins Dunkel der Kölner Unterwelt zu bringen, aber nach Feierabend zog er sich mehr und mehr zurück, vernachlässigte den Kontakt zu seiner Familie, den es trotz räumlicher Trennung immer noch gab. Er war zum Einzelgänger geworden, widmete sich seiner Musik, um nicht gänzlich zu veröden in seiner Isolation, suchte nach Auswegen aus der gefühlten Einsamkeit, obschon es immerhin noch Kontakte und Begegnungen gab mit seiner Familie und den Geschwistern und Eltern von Barbara. Seine eigene Lieblingsschwester, zu der er ein sehr vertrautes Verhältnis hatte, lebte in Neuseeland und hatte gerade selbst arge Probleme damit, dass ihr Mann einen heftigen Schlaganfall erlitten hatte. Und seine Kollegen
wollte er damit nicht behelligen, dass er unter einem gewissen Leidensdruck stand, denn seit der Trennung von Barbara war er so gut wie nicht mehr mit dem anderen Geschlecht zu einer zufriedenstellenden Berührung gekommen. Er hatte zwischenzeitlich nur eine Fassaffäre gegeben, ausgerechnet mit einer Kollegin. Aber kurz bevor er dazu bereit gewesen war, ihr ernsthafte Avancen zu machen, hatte sie sich versetzen lassen, ausgerechnet nach Düsseldorf. Er war später in seiner kleinen Wohnung in Mülheim in einem ziemlich heruntergewirtschafteten und unscheinbaren Mehrfamilienhaus auf der anderen Rheinseite. Die Mehrheit der Mieter, schätzte er, waren türkische Familien. Er ging im Wohnraum auf und ab und rief Barbara an, seine Nochfrau. Nach mehrmaligem Tuten nahm jemand am anderen Ende der Leitung den Hörer ab. »Hallo?« vernahm er die Stimme seiner Tochter. »Hier ist der Papa. Ist die Mama da?« Er hörte seine Tochter rufen. »Mama, Papa ist am Telefon!« Außerdem vernahm er übliches Geschirrklappern, Musik und das Gerede seines Sohnes im Hintergrund. Es hörte sich an, als wenn noch mehr Leute im Haus waren. Dann gab es ein kratzendes Geräusch. »Schön, dass du anrufst«, sagte Barbara. »Hast du vergessen, dass du versprochen hattest, Jens vom Training abzuholen? Wer hat ihn wohl abgeholt? Ich natürlich. Außerdem hast du gesagt, dass du am Wochenende die Steuererklärung fertig machen wolltest. Und wo bist du geblieben? Ich sitze auf dem ganzen Scheißkram und warte vergeblich, dass du ein Lebenszeichen von dir gibst. Die Kinder brauchen dich, Mensch. Die schlagen hier völlig über die Stränge. Jens weigert sich, seine Hausaufgaben für die Schule zu machen. Jasmin sitzt seit dem Abitur hier herum und weiß nicht, was sie nun anfangen soll. Du kriegst ja gar nichts mehr mit. Weißt du überhaupt, dass sie ein Bewerbungsgespräch beim Stadtanzeiger einfach hat platzen lassen? Und Jonas war neulich hier. Da habe ich ihn gebeten, ein paar Dinge einzukaufen. Nö, war die Antwort. Jonas hat ja eine Bude in Tübingen, aber ich habe ihn schon zurechtgestutzt, dass er hier auch im Sinne der Gemeinschaft Dinge zu erledigen hat, wenn er in Köln ist. Und wer räumt die Spülmaschine ein, wenn wir gegessen haben? Was meinst du? Alles bleibt an mir hängen und du verpisst dich einfach in deiner Arbeit. Ich hasse dich. Vor 2 Wochen hattest du versprochen, dich um die kaputte Regenrinne zu kümmern. Was ist passiert? Nichts. Ich hatte einen Sondereinsatz, versuchte Pocher dazwischen zu kommen. Deine Sondereinsätze kannst du dir in die Haare schmieren. Wenn du dich nicht mehr um deine Kinder kümmerst, dann sind die weg vom Fenster. Jasmin ist einfach noch zu unentschlossen und weiß nicht, ob sie nicht doch lieber studieren möchte. Aber Jens ist am schlimmsten. Der hat alle Chancen und nutzt sie nicht. Statt Schularbeiten zu machen und sich aufs Abitur vorzubereiten, ist er nur noch am Chillen und Chatten. Ich halte das nicht mehr aus. Ich habe Jens gesagt, er soll zu dir ziehen. Darauf hat er mich nur angegrinst und gesagt, okay, dann ziehe ich zu Papa. Willst du das? Willst du, dass aus Jens ein Versager wird, ein Totalverweigerer? Nein, wendete Pocher ein, natürlich nicht. Wo bleibst du denn, um aus den Kindern fröhliche, erfolgreiche Menschen zu machen? Immer wieder muss ich erleben, dass deine Versprechen nicht eingehalten werden. Dass du mit Jens Hausaufgaben machen willst, dass du mich unterstützt bei der Bewältigung des Alltagskrams und bei der Erziehung der Kinder. Das sind doch auch deine Kinder. Kannst du Jens nicht mal sagen, dass er jetzt seine Hausaufgaben erledigen soll? Gib mir Jens ans Telefon, sagte Pocher, obgleich er eigentlich etwas anderes mitteilen wollte. Nach einer Weile sprach er seinem Sohn ordentlich ins Gewissen. Er versuchte es wenigstens. Und er bekam ihn in der Tat dazu, seine Freundin nach Hause zu schicken. Der Sohn versprach, danach sich noch auf die Englischarbeit am nächsten Tag vorzubereiten. Du weißt, wenn du nicht machst, was ich sage, schicke ich die Polizei, fügte er noch scherzhaft an. Gibst du mir noch einmal die Mama? Dann griff Barbara nach dem Telefonhörer. Ja, ich bin versetzt worden, fügte Pocher nach einer Kunstpause hinzu. Und es gelang ihm nicht, es ganz sachlich auszudrücken, sondern er schlug unbewusst einen neiderweckenden Ton an. Nach Südfrankreich. Was? Du verpisst dich auch noch aus Köln? Wie soll ich das verstehen? Gut, Jens' Freunde sind gerade weg und vielleicht macht er noch eine halbe Stunde Englisch.
du wirst hier gebraucht, verstehst du? Und jetzt sagst du mir, dass du nach Südfrankreich gehst? Es ist eine Dienstreise, Anordnung von oben, sagte Pocher. Geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst. Er konnte durch den Telefonhörer spüren, dass seine Nochfrau den Tränen nahe war, vor Wut und Verzweiflung. Verpiss dich doch, du Arschloch, sagte sie und legte den Hörer auf. Er hatte noch ein Kitzeln im Ohr, das er immer bekam, wenn er lange mit seiner Nochfrau telefoniert hatte. Zweites Kapitel. Am nächsten Morgen klopfte Gerd Pocher pünktlich um 9 Uhr an der Bürotür von Polizeioberrat Schmidt. Ich mache das, sagte er. Gut, sagte Schmidt, sehr gut. Er deutete Pocher an, Platz zu nehmen. Sie helfen mir gewissermaßen aus der Verlegenheit. Wir hatten schon lange einen Kollegen für den Austausch vorgesehen, aber der ist kurzfristig gesundheitsbedingt. Schmidt beugte sich vor und ergänzte leise und ernsthaft, angeschossen. Oh, tut mir leid, ist es ernsthaft? Wen hat es getroffen? Fragte Pocher nach. Er wird durchkommen. Kriminalhauptkommissar Klaus-Peter Gimnich. Während Pocher etwas erschrocken und betroffen dreinschaute, Gimnich war nämlich der wesentliche Grund gewesen, um seinerzeit in die Drogenabteilung zu wechseln, kehrte Schmidt zum eigentlichen Thema zurück. In 5 Wochen Ende Juli sollte es nämlich schon losgehen. Wir werden die Kollegen in Montpellier informieren. Pocher, Sie machen diese Woche Normaldienst und Übergabe, die letzten Berichte und so weiter. Ab kommender Woche sind Sie freigestellt. Wir haben einen Crashkursus in Französisch für Sie gebucht und am 31. Juli einen Flug nach Montpellier. Dort wenden Sie sich bitte an eine Frau Lapin bei der Polizeijudizium. D'accord, sagte Pocher. Police judiciaire, auf Deutsch Kriminalpolizei. Sie können ja doch mehr Französisch als 5 Scheiben Schinken, lachte Schmidt. In Pochers Personalakte war freilich vermerkt gewesen, dass er während seines am Ende abgebrochenen Jurastudiums 2 Semester in Frankreich gewesen war. Es war purer Zufall gewesen, dass Pocher im Treppenhaus in dem heruntergekommenen Mietshaus in Mülheim jenem Mann begegnet war, den er als den Ecstasy-Verkäufer vom Neumarkt identifizieren konnte. Er hatte unverzüglich seine Dienstwaffe gezückt, den offensichtlich überraschten Mann festgenommen und über Funk Verstärkung angefordert. Der Mann hatte offenbar in seiner Wohnung ein Labor zur Herstellung synthetischer Drogen betrieben. Für Pocher war der Fall abgeschlossen und er hatte auch die Kollegen darüber informiert, dass er dafür jetzt nicht mehr zuständig sei. Eine Woche später drückte er in Hürth die Schulbank, paukte Fachvokabular wie Mord und Totschlag, Struktur der Nationalpolizei, juristische Terminologie, was für ihn aber nur wie eine Wiedererinnerung an seine Zeit an der Uni von Nizza war, Verhörmethoden und aktuelle Politik. Zur Abwechslung gab es zwischendurch französischsprachige Krimikomödien zu sehen, unter anderem einen Filmklassiker mit Louis de Funès als Gendarme von Saint-Tropez. Seine Nochfrau hatte sich inzwischen offenbar damit abgefunden, dass er für 3 Monate ins Ausland gehen würde. Die Kinder waren wieder etwas besser drauf. Inzwischen hatte auch für Jens die Sommerferien begonnen. Er wollte zusammen mit seiner Mutter und einem ihrer Arbeitskollegen an die Nordseeküste. Er dürfe auch einen Freund mitnehmen. Wir haben in Büsum ein Apartment gebucht, sagte Jens, als die Kinder an einem Wochenende bei ihm zu Besuch und sie zum Döner im Nachbarhaus gegangen waren. Nächsten Samstag, glaube ich, geht es schon los. Und danach habe ich noch eine Woche Trainingslager im Sauerland. Jasmin und Jonas wussten noch nicht so genau, was sie mit den Sommerferien anfangen sollten. Nach Büsum wollten sie jedenfalls nicht. Pocher bot Jasmin an, dass sie, solange sein Auto, einen silberfarbenen Toyota, haben könnte. Sie müsse ihn dafür aber am Montag zum Flughafen bringen. Zum Flughafen nach Hahn, ergänzte er. Offenbar hatte es von Köln aus keine passende Verbindung gegeben. Die Polizeidirektion hatte die Entfernung zu dem Flughafen im Hunsrück für zumutbar gehalten
und von dort gab es freitags und montags Direktflüge nach Montpellier, die zudem preisgünstig waren. Soweit erstmal. Dann lass uns doch jetzt einfach mal über deine Figuren sprechen. Stell dir doch bitte einfach mal vor. Ja, also Gerd Pocher, der Kommissar aus Köln, der jetzt für 3 Monate nach Frankreich geschickt wird, trifft dort auf seine Kollegen und ist sehr angetan von denen, zumal die Chefin sozusagen, die sitzt in Montpellier, eine Marie-Louise Lapin, ihn sogar begeistert und dann wird er ja nach Arcte geschickt, wo es ein Team gibt um René Lebrun. Da sind dann noch Pierre Moulin und es gibt auch noch einen Roland Briand, der ist allerdings gerade zu der Zeit in Urlaub. Und es wird sich später herausstellen, dass diese französischen Kollegen ein sehr freundschaftliches Verhältnis zueinander haben und auch privat miteinander zu tun haben. Natürlich gibt es Biografien, das ist ja am Anfang schon klar geworden, dass dieser Gerd Pocher sich von seiner Frau vor 3 Jahren getrennt hatte und eine eigene Wohnung hat in Mülheim, das ist ein Stadtteil von Köln auf der anderen Rheinseite, und 3 Kinder hat, Jasmin, Jens und Jonas. Und der Jonas studiert in Tübingen, Jasmin hat gerade Abitur gemacht. Und der Jens geht noch zur Schule und hat sein Abitur also noch vor sich. Und Barbara ist eben seine Frau und der hat noch eine Schwester, die aber mit einem Neuseeländer verheiratet ist und seit Jahren eben schon im Ausland lebt. Er hat trotz der Trennung von seiner Frau durchaus noch Kontakte zu ihrer Familie, zu ihren Geschwistern und Eltern. Und ja, so treffen sich die einzelnen Figuren vor allen Dingen dann ja am Hero in Akte und machen so ihr Ding. Und da passiert so einiges, was auch erklärt, wie diese Figuren miteinander umgehen und warum sie so kollegial miteinander umgehen, weil sie herausgefunden haben, dass das förderlich ist für ihre Arbeit, für ihre Aufklärungsquote der Verbrechen, mit denen sie es zu tun haben. Erzähl doch bitte mal, wo dein Buch spielt und warum es dort spielt. Ja, das Buch spielt in Akte und Umgebung. Das ist im französischen Département Hérault. Die Hauptstadt ist Montpellier und das Ganze gehört zu der Landschaft Occitanien, Occitanie. Früher wurde die Region auch Languedoc Roussillon genannt, ist aber durch eine Vergrößerung der französischen Regionen in den 2000er Jahren zu Occitanien geworden. Das ist also die Region an der Mittelmeerküste zwischen Rhone-Mündung und der spanischen Grenze, etwa in der Mitte. Akte ist eine alte Stadt und ist vor allen Dingen bekannt durch einen Ortsteil am Meer, nämlich Cap d'Acte, was ein ziemlich bekannter Touristenort ist mit Tausenden, Zehntausenden von Urlaubsgästen im Sommer, mit großen, breiten Sandstränden, riesigen Marinas, also Yachthäfen und Vergnügungseinrichtungen und dergleichen. In der Nähe Sète ist eine Hafenstadt. Und Montpellier selbst ist im Vergleich zu den vielen anderen Städten eine relativ junge Stadt, die also nicht so wie Akte noch römische Ursprünge hat oder Sète oder andere Städte in der Region, die sehr alte Wurzeln haben, oder Nîmes, das ist ja auch in der Nähe. Es ist also eine sehr touristische Landschaft mit einem sehr geraden Verlauf der Küstenlinie, mit ausgedehnten Sandstränden und vielen Lagunen.
auf der Landseite, wie zum Beispiel den Étang de Thau, der in dem Roman ja auch eine Rolle spielt. Der Étang de Thau ist eine riesengroße Lagune, etwa 20 mal 5 Kilometer Oberfläche, die nur durch einen schmalen Landrücken vom Mittelmeer abgeteilt ist. Und ich habe diese Landschaft ja kennengelernt während einer Reise mit einem Hausboot über den Kanal du Midi. Und dann da lernt man diese Landschaft von einer völlig anderen Perspektive kennen, als wenn man, sagen wir, mit dem Auto die Autobahn entlang fährt, zum Beispiel auf dem Weg nach Spanien an die Costa Brava, nach Barcelona oder so. Welch interessante Ortschaften sich da aneinanderreihen. Allein der Kanal du Midi ist ja ein Stück für sich. Das ist einer der ältesten Kanäle in Europa. Der verbindet das Mittelmeer mit dem Atlantik, führt von Sète durch den Étang de Thau und dann immer stufenweise immer höher auf die Hügel in der Nähe von Carcassonne in Richtung Toulouse, um dort dann in die Garonne zu münden und damit Richtung Atlantik. Und dieser Kanal stand aus dem, 17. Jahrhundert und gehört heute zum Weltkulturerbe der UNESCO und ist von daher natürlich schon ein Meisterwerk der damaligen Wasserbaukunst und schon eine Sehenswürdigkeit für sich. Und so bin ich auf diese Landschaft gestoßen. Das ist nicht unbedingt jetzt so meine uralte Lieblingslandschaft in Frankreich. Das ist etwas nicht ganz so weit südlich gelegen. Das Departement Ardèche, wo ich schon etliche Male war und immer wieder auch hinfahre. Aber ich habe mich auf dieses Gebiet, das Hérault, kapriziert, kann man so sagen, in der Nähe zwischen Béziers und Sète und Montpellier. Also eine Landschaft, die ich im gewissen Sinne nochmal neu entdeckt habe für mich. Ganz früher, als ich Student war, bin ich da nur durchgefahren auf dem Weg nach Spanien und fand die Strecke unglaublich zäh und weit und hinderlich, weil es so lange dauerte, bis man, sagen wir, vom Rhonetal an der spanischen Grenze war. Ja? Und mir hatte das damals überhaupt nicht gefallen. Und ich habe diese Landschaft eben ganz neu entdeckt durch diese Fahrt mit dem Hausboot über den Kanal und mit einer Geschwindigkeit von 8 Stundenkilometern. So dass man wirklich sehr viel Zeit hat, die Weinberge rechts und links des Kanals zu genießen und das tolle Wetter natürlich auch. Na, das hört sich doch sehr interessant an. Magst du gleich mal weiterlesen? Ja, ich blätter jetzt mal ein bisschen vor. Es geht jetzt erstmal darum, dass der Gerd Pocher dann tatsächlich nach Hahn gebracht wird, sich in den Flieger setzt und nach Montpellier fliegt, um da seine Chefin erstmal anzusprechen. Und die weist ihn darauf hin, dass dieses Team um René Lebrun, die in Akte stationiert sind, gerade an einem Fall von Kindesentführungen arbeiten. Und er soll dann mit dem Zug von Montpellier nach Agde fahren und sie haben ihm da ein Zimmer in einem Hotel gebucht, in dem L'Avenue, was direkt gegenüber vom Bahnhof liegt. Und nach seiner ersten Nacht in diesem Hotel geht es dann weiter. Das ist das Kapitel Nummer 9 auf Seite 32. Am nächsten Morgen verließ Pocher das Hotel Richtung Innenstadt. Als er zum Hérault-Ufer herunterkam, fiel ihm ein großes Polizeiaufgebot ins Auge. Er beschleunigte seine Schritte und trat an die Polizeibeamten heran, die gerade dabei waren, Sichtschutzsperren zu errichten. Er stellte sich einem Polizeibeamten vor und fragte, ob Madame Lebrun zufällig hier wäre.
Moment, sagte der und wandte sich zu den Leuten am Flussufer. René, rief er, hier fragt einer nach dir, ein Monsieur Bocker oder so ähnlich aus Deutschland. René Lebrun kam die Uferböschung hinauf und begrüßte den neuen Kollegen. Oh, was für ein Zufall. Eigentlich hatte ich sie in meinem Büro erwarten wollen, aber wir haben hier eine Wasserleiche. Sans recul. Ich kam auf dem Weg ins Büro zufällig hier vorbei. Das trifft sich doch ganz gut. Dann stürze ich mich gleich in die Arbeit. Lebrun ließ ihn durch die Absperrung und stellte ihm ihren Kollegen Pierre Moulin vor. Manchmal spielt einem das Leben eben eine Abweichung von der Regel zu, sagte sie. Sie sollen also bei uns im Team mitarbeiten. Also ganz kurz. Ein Brotlieferant hatte gegen 6 Uhr die Leiche entdeckt und uns alarmiert. Sie blickte auf ihre Armbanduhr. Jetzt ist es gleich 8. Wo bleibt nur die Spurensicherung und die Kollegen der Wasserschutzpolizei? Die Wasserleiche hatte sich an einem Bootsanleger zwischen 2 Ruderbooten verfangen und trieb mit dem Rücken nach oben an der Wasseroberfläche. Die Polizeikräfte schirmten den Fundort der Leiche zu der belebten Kreuzung hin ab. Schließlich rückten die Spezialisten von der Spurensicherung an. Antoine, endlich, das Warten hat ein Ende, grüßte ihn René Lebrun und deutete auf den Steg, wo die Wasserleiche sich schwimmend verhakt hatte. Was meinst du, was auf den Straßen los ist, sagte Antoine Riquet. Die Baustelle in Frontignan ist ja eine einzige Katastrophe. Das mitten in der Hauptreisezeit. Naja, versuchte er zu beschwichtigen. Die Leiche schwimmt uns ja nicht gerade weg. Lass uns mal gucken. Die Leiche hing mit dem Gesicht nach unten zwischen einem Ruderboot und dem Pfosten des Anlegestegs. Antoine Riquet von der Kriminaltechnik zog sich Schuhe und Hose aus. Der Euro war hier relativ flach. Er ließ sich ins Wasser gleiten, eine Kamera umgehängt und machte alle paar Schritte Fotos von der Leiche. Dann prüfte er, ob sich die Leiche vielleicht verheddert hatte. Er fasste in die Gesäßtaschen und zog etwas an dem Körper. Die Leiche ließ sich widerstandslos aus dem Stützwerk des Stegs herausziehen. Inzwischen waren 3 Beamte in den Fluss gestiegen, um mit anzupacken. Sie hieften den Leichnam an Armen und Beinen auf die Uferböschung. Riquet durchsuchte die Hosentaschen, da war nichts zu finden. Dann drehte er den Körper um. Der Mann war etwa Mitte 30 und noch nicht lange tot. Mehr konnte er nicht sagen. Das muss die Gerichtsmedizin herausfinden. Mittlerweile war ein Aufgebot von 1 Dutzend Beamten am Ort des Geschehens, um die Passanten zum Weitergehen aufzufordern. Die Fundstelle lag an einem beliebten Verkehrsknoten und die Stadt, beliebtes Ausflugsziel, füllte sich allmählich mit Touristen. Ein Boot der Wasserschutzpolizei machte an dem Steg fest und versperrte so etwas den Blick von der anderen Flussseite her. Auf der gegenüberliegenden Seite, wo abends auf einer schwimmenden Bühne Unterhaltungsshows stattfanden, hatten sich Dutzende Schaulustige eingefunden. Die Leiche hatte weder Geld noch Papiere bei sich. Sie war mit einer gewöhnlichen Jeanshose und einem blauen T-Shirt bekleidet. Hose und Hemd waren auffällig fleckig. Vielleicht waren es Blutspuren. Pocher machte mit seinem Handy Fotos von dem Gesicht des Toten. Derweil nahm Riquet die nähere Umgebung in Augenschein, aber es gab keine Hinweise, die etwa auf einen Kampf hindeuteten. Ich glaube nicht, dass hier der Tatort ist, sagte Pocher zu René Lebrun. Er blickte auf die vielbefahrene Brücke hinauf. Pocher, Lebrun und Moulin gingen zur Brücke hoch. Möglich, dass die Leiche von hier aus in den Fluss geworfen worden war. Oder dass ein Verrückter sich in selbstmörderischer Absicht von der Brücke gestürzt hat, fügte Lebrun hinzu. Sie kehrte zum Fundort zurück, wo inzwischen ein Gerichtsmediziner und die Leute mit der Leichentruhe eingetroffen waren. Moulin und Pocher suchten weiter oberhalb das Ufer des Hérault ab. Eine Fußgängerbrücke führte hier über einen Stichkanal in eine Art Parklandschaft, die offenbar bei Joggern beliebt war.
Sie gingen den Fußweg bis zum Wehr hinauf, fanden aber nicht den leisesten Hinweis. Allerdings tauschten sie schon einmal ihre Handynummern. Sie passierten das Château Laurent und erreichten das Ufer oberhalb des Wehres. »Das ist dann doch merkwürdig«, sagte Moulin. »Es ist zwar nicht ungewöhnlich, dass der Wasserstand des Hérault in trockenen Sommern so niedrig ist, aber so niedrig habe ich den Fluss noch nicht erlebt. Das Wasser reichte gerade etwa bis 2-3 Zentimeter unterhalb der Oberkante des Wehrs. Für eine Leiche wäre es unmöglich gewesen, das Wehr zu überwinden.« Da hinten, deutete Moulin auf ein bewaldetes Gelände weiter flussaufwärts, da hinten übernachten manchmal Jugendliche. Vielleicht kriegen wir da einen Hinweis. Was ist das für ein Zweikanal? Wollte Pocher wissen. Auf dem Rückweg zur Leichenfundstelle erläuterte Moulin die Rundschleuse von Agde, die den Oberlauf des Hérault mit dem Kanal du Midi verbindet. Ein Schleusentor im rechten Winkel dazu führt zu dem Stichkanal und damit zum unteren Hérault mithin zum Mittelmeer. Ist unbedingt sehenswert. Sie erreichten wieder den Fundort. Die Leiche war inzwischen abtransportiert. Der Doktor meint, dass der Tod nicht länger als 4 bis 8 Stunden zurückliegt, also in dieser Nacht eingetreten ist, sagte René Lebrun. Er vermutet als Todesursache einen Schädel-Hirn-Trauma, verursacht durch einen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand auf den Hinterkopf. Genaues könne er aber erst nach der Obduktion sagen. Riquet kam hinzu und packte seinen Untersuchungskoffer ein. Er blickte bedeutungsvoll das Ufer hinauf und hinab. Das wird schwierig, sagte er. Hier deutet nichts auf ein Verbrechen hin. Wir ermitteln in alle Richtungen, sagte Lebrun. Sie leitete fortan die Ermittlungsgruppe Agde, die damit förmlich gebildet worden war. Sie verabschiedete sich Richtung Büro. Wir schauen uns mal oben beim Ruderclub um, meinte Moulin. Und ich besichtige die Rundschleuse, bot sich Pocher an. D'accord, sagte die Chefin. Die Absperrung hier bleibt erst einmal bestehen. 10. Kapitel. Moulin fuhr das kurze Stück die Avenue Raymond Pité hinauf und ließ Pocher an der Schleuse raus. Er selbst bog hinter der Brücke über den Kanal du Midi rechts ab und fuhr bis auf das Gelände des Ruderclubs. Er stellte den Wagen ab und trat auf 2 Jugendliche zu, die gerade dabei waren, ihre Schlafsäcke und Isomatten einzurollen und in die Rucksäcke zu verstauen, zeigte ihnen seine Dienstmarke und fragte sie, ob sie hier übernachtet hätten. Der eine, vielleicht Anfang 20, zuckte nur mit den Schultern. Der andere, etwa gleich alt, fragte zurück, verboten? Es klang nicht wirklich französisch. Der junge Mann schob gleich hinterher, dass er nicht gut französisch könne. Als der Polizeibeamte sie nach den Papieren fragte, ahnten sie aber, was er meinte. Deinen Ausweis, sagte der eine zum anderen. Beide kramten in ihren Hosentaschen und fischten ihre Papiere hervor. Moulin nahm sie an sich und entzifferte die Ausweise. Marco Wollgräbe aus Neuwied. Las er das Dokument laut ab, übersetzte das Geburtsdatum ins Alter. Sie sind also Deutscher, fuhr er auf Französisch fort, und Dimitri Voganov aus Andernach, ebenfalls Deutsch und 20 Jahre alt. Haben Sie hier übernachtet? Die beiden Männer zuckten abermals mit den Schultern. Pardon, je n'ai pas compris, sagte Wollgräbe, offenbar derjenige, der wenigstens ein paar Wörter Französisch konnte. Moulin gestikulierte, legte seine Hände aufs Ohr, neigte den Kopf zur Seite und schloss die Augen, dann zeigte er auf den Boden und sagte ganz langsam, cette nuit. Do you speak English? Suchte Wollgräbe nach einer Auflösung der Verständigkeitsschwierigkeiten. Yes, I do, sagte Moulin, but I've got a better idea. Please wait a moment. Er nahm sein Telefon und wählte die Nummer von Pocher. Pocher hatte die Schleuse kurz in Augenschein genommen und war auf das Gelände getreten. Er glaubte zu träumen. Die Frau, die offensichtlich die Schleuse bediente, war jung. Mehr noch,
Er hätte wetten können, dass er der Frau in seinem Leben schon einmal begegnet war. Fast anmutig bediente sie die Schleusentechnik, ließ das eine Tor schließen, gab Anweisungen, wo die Boote festmachen sollten. Er war wie elektrisiert. Er musste sich regelrecht einen Ruck geben, um sich seiner Aufgabe zu erinnern. Er war Polizist und mittendrin in den Ermittlungen um einen mysteriösen Todesfall geraten. Und da gab es keinen Platz für Fantasien und Emotionalität. Er trat auf die junge Schleusenwärterin zu und sprach sie an. Pardon, ich habe eine Frage. Derweil fischte er seinen deutschen Dienstausweis aus der Hosentasche und ein amtliches Schreiben der Polizeipräfektur dazu, das ihn als Ermittlungsberechtigten der französischen Kriminalpolizei auswies. Sie schaute ihn fragend durch ihre Sonnenbrille an. Sie war leicht bekleidet, sie trug eine kurze enge Jeanshose und ein hellblaues T-Shirt, dazu eine blaue Schirmmütze. Ihre Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz gebunden, der über ein Riemchen der Mütze durchgeführt war. Ihre schlanken, nackten Beine endeten in einfachen Sandaletten, was angesichts der hochsommerlichen Temperaturen nicht ungewöhnlich zu sein schien. Moment, ich muss die Schleusung zum oberen Ero vorbereiten. Langsam stieg das Wasser in der Schleusenkammer. Es hatten drei Boote festgemacht, die nun darauf warteten, in den oberen Lauf des Ero angehoben zu werden. Die Schleusenwärterin ging über den Steg des Südtores auf die andere Seite der Schleuseneinfassung und stieg eine Treppe empor zum Ero-seitigen Schleusentor. Pocher folgte ihr und maß dabei ihren Körper. Sie hatte einen leichtfüßigen, beinahe tänzerischen Gang. Per Knopfdruck öffnete sie das Tor zum Ero. Pocher stand jetzt dicht hinter ihr. Während sich die Torflügel allmählich öffneten, die Boote losmachten, um nacheinander ihre gemächliche Fahrt Richtung Ero fortzusetzen, machte Pocher einen neuen Annäherungsversuch und fischte sein Handy aus der Tasche. Er zeigte ihr das Porträt von der Wasserleiche und fragte, kennen Sie diesen Mann? Die junge Frau blickte kurz auf den Bildschirm und schüttelte nur den Kopf. Aber es kam Pocher so vor, als ob es auch ein Nicken hätte gewesen sein können. Nein, tut mir leid, sagte sie, nie gesehen. Sie wich Pochers Blicken aus, stützte ihre Arme in die Taille. Pocher vernahm ein leichtes Zittern in ihren Mundwinkeln. Nur für einen Moment nahm sie die Sonnenbrille ab und schaute ihn mit ihren dunklen Augen an. Pocher musste tief durchatmen. Es fiel ihm schwer, in dem Augenblick vernünftig zu bleiben und nicht diesem Zauber zu verfallen, der sich um ihre Nasenspitze bemerkbar machte. Dann entsann er sich seiner Aufgabe und verwarf alle Ansinnen, sich dieser Frau anders anzunähern, denn als Ermittler. Wir haben eine Wasserleiche im Meer entdeckt. Ist Ihnen irgendwas Verdächtiges aufgefallen in dieser Nacht? Wo waren Sie? No, sagte sie, nachts ist die Schleuse geschlossen. Ich habe am Abend gelesen und bin dann zu Bett gegangen. Sie blieb geheimnisvoll. Allein? Ja, allein. Ich hatte keinen Besuch, wenn Sie das meinen. Ich lese gerne. Pocher fragte noch nach ihrem Namen. Michel Renoir, als sein Telefon klingelte. Allo, meldete er sich. Pocher à l'appareil. Moulin hatte ihm kurz erklärt, dass er zu dem Ruderclub kommen sollte, weil er zwei Deutsche aufgegabelt hatte, die vielleicht wichtige Zeugen sein könnten. Das sei ja nicht weit, hinter der Brücke über den Kanal rechts runter. Pocher war aufgefallen, dass ihn Pierre Moulin am Telefon geduzt hatte. Über solche Formalitäten wie Anreden hatten sie am ganzen Vormittag nicht gesprochen, einfach weil sie nicht dazu gekommen waren, sich ordentlich vorzustellen und über solche internen Gepflogenheiten zu sprechen. Entschuldigen Sie, sagte er zu Michel Renoir, ich muss zu einem anderen Einsatz, aber ich bitte Sie, falls Ihnen doch noch etwas einfällt, sich zu melden. Er drückte ihr seine Karte in die Hand mit dem Hinweis, dass sie die deutsche Kennwahl 0049 vorwählen und dann von der Handynummer die erste Null weglassen müsse, um ihn zu erreichen. Außerdem könne sie sich jederzeit in der Polizeistation in Akte melden. A bientôt,
sagte die Schleusenwärterin und widmete sich geflissentlich ihrer Arbeit. Gerd Pocher war einerseits immer noch beeindruckt von ihrer Erscheinung, andererseits stieg in ihm der Verdacht auf, dass sie glatt gelogen hatte. Ihre Lippen hatten kaum merklich gezittert, als er ihr das Bild von der Leiche vorgehalten hatte. Er kehrte um, lief über den Steg, über die Schleusentore zurück zur Straßenseite und verfiel in einen leichten Trab, obwohl mittlerweile die Sonne vom wolkenlosen Mittagshimmel brannte. Ein leichter, trockener Nordwestwind von den Bergen herab ließ die Hitze aber erträglich erscheinen. Er joggte leichtfüßig, federnd den Weg hinab, der zu dem Ruderclub führte, und traf schließlich Pierre Moulin, der immer noch versuchte, mit den beiden Deutschen eine Verständigung herbeizuführen. Etwas außer Atem und völlig verschwitzt musste Pocher einige Minuten tief durchatmen. Die Lage war schnell geklärt. Die Jugendlichen waren offensichtlich etwas verblüfft, dass nun ein Beamter die Fragen auf Deutsch stellte. Wir haben hier gestern Abend gefeiert, sagte Dimitri Boganow. Da waren noch ein paar Franzosen dabei, vielleicht 5 oder 6. Wir haben ziemlich viel Wein getrunken. Es war halt lustig. Die Franzosen waren wohl eher keine Touristen, also das waren Einheimische. Die sind spät in der Nacht abgehauen, aber die haben uns gesagt, dass wir einfach pennen könnten. Auch wenn ich kein Französisch kann und Marco auch nur so ein bisschen, haben wir uns richtig gut verstanden. Naja, zur Not ging es auf Englisch. Wir haben eine Wasserleiche gefunden, etwas unterhalb am Ufer des Ero, sagte Pocher. Wir gehen davon aus, dass der Mann in der vergangenen Nacht dahin befördert wurde. Ist euch irgendetwas aufgefallen? Die beiden Jungs guckten sich fragend an. Dann verneinte Marco Wollgräbe. Wir waren zugegeben auch ziemlich betrunken. Pocher zeigte Ihnen noch das Porträt der Wasserleiche auf dem Handy. Haben Sie den Mann zufällig gesehen? Wollgräbe fragte zurück, ist er tot? Mausetot. Nein, ich habe den Mann nicht gesehen. Ich auch nicht, fügte Woganow hinzu. Pocher wollte noch wissen, woher Sie kamen und wohin Sie wollten. Sie studierten eigenen Angaben zufolge Germanistik an der Uni Freiburg und waren schlicht auf Urlaub in Südfrankreich, möglichst billig. Sie beabsichtigten, noch nach Spanien zu fahren, per Anhalter. Bleibt ruhig noch etwas in Akte, sagte Pocher. Wenn euch doch noch etwas einfällt, meldet euch bei der Polizeistation. Es geht möglicherweise um einen Mord. Moulin händigte den jungen Männern ihre Ausweispapiere aus und fügte noch ein paar Sätze hinzu, die Pocher ins Deutsche übersetzte. Wildes Kampieren ist hier eigentlich nicht erlaubt, aber da drücken wir die Augen zu. Außerdem sind wir von der Mordkommission und nicht vom Ordnungsamt. Soweit erstmal. Lass uns jetzt mal über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Wie bist du auf die Idee dazu gekommen? Ja, wie schon eingangs gesagt, hatte ich keine Idee, eine Romanze oder so um diese Schleusenwärterin herum zu spinnen. Und da ist mir das eingefallen, eine Kriminalgeschichte da drumherum zu weben. Und wie das eben bei Krimis so ist, muss da auch eine Leiche vorkommen. Und tatsächlich ist mir der Plot eigentlich erst während des Schreibens so eingefallen und hatte sich immer weiter konkretisiert. Es geht da am Ende nicht nur um diese Wasserleiche, die da im Ero gefunden wird, sondern es kommt dabei heraus, dass dieser Mann zuvor seine Familie umgebracht hatte in Marseillan. Das ist ein kleiner Ort am Etang de Thau in der Nähe von Agde, also ein Nachbarort. Und es kommen nachher noch weitere sehr komplizierte oder sehr überraschende Handlungsstränge dazu, mit der niemand gerechnet hat sozusagen und wo nach am Ende auch die Schleuse selber immer im Mittelpunkt steht als
Tatort und als, ja, ich sag mal, ich will da nicht viel verraten, als Ort, wo seltsame Dinge passiert sind und wo etwas Wichtiges versteckt wurde. Und da es ist mir ja nicht ganz ungeläufig aus meinem beruflichen Leben, was so mit Kriminalität auf sich hat. Nicht als Krimileser, das nicht zwar gut als Wiederholungstäter vor dem Fernseher an den Sonntagabenden im Ersten, wenn 7:45 immer heißt Tatort, aber ich habe als Journalist natürlich auch Prozesse verfolgt, wenngleich nicht unbedingt Prozesse, also Mordprozesse, die gibt es ja doch hier im ländlichen Raum eher selten, aber doch eine ganze Reihe von Prozessen mit kleineren Delikten, also Diebstahl, Betrug und dergleichen, aber eben auch durchaus Gewaltverbrechen, so dass ich da ein bisschen Einblick gehabt habe, wie vor Gericht so Kriminalgeschichten verhandelt werden mit Zeugenbefragungen, Gutachtern und so weiter. Ich war damals, das war tatsächlich ganz zu Anfang hier in Heide, war ich bei einem der ersten Prozesse der Geschichte Deutschlands, wo ein DNA-Profil als Beweismittel gebraucht wurde. Damals ging es auch um eine Form der Vergewaltigung. Es war eine Wiederaufnahme eines Vergewaltigungsprozesses gegen einen Mann. Und dann hat zum ersten oder zum zweiten Mal in der deutschen Justizgeschichte tatsächlich die DNA, die, ich sag mal, aus der Unterwäsche der Frau gewonnen wurde, den Ausschlag gegeben, um den Täter eindeutig zu identifizieren. Und da, so als Beispiel, das sind natürlich so Erinnerungen, die man so immer mit sich herumschleppt, wobei bis heute natürlich die Analyse von DNA sehr viel feiner, genauer und schneller geworden ist als damals. Und also es muss Anfang der 90er oder Ende, also 89 bin ich hergekommen, das war ziemlich am Anfang meiner Zeit hier, ich denke mal 1990, vorm Amtsgericht in Meldorf. Und dadurch habe ich ja auch immer wieder Berührungspunkte gehabt, auch mit der Polizei, wenn ich als Journalist rausgefahren bin zu Verkehrsunfällen und dergleichen. Dann muss man natürlich die Polizei fragen, wer ist hier, wo kommen die Leute her, wie viele Verletzte gibt es und wie ist der Unfall überhaupt passiert und solche Fragen. Es hat dann später tatsächlich auch nochmal Prozesse gegeben, hier vom Landgericht dann allerdings, wo es auch um Totschlag oder Mord gegangen war. Tatsächlich, ja, es hat mal in Meldorf ein Tötungsdelikt gegeben, wo ein Mann den Sohn einer Verflossenen auf offener Straße erschossen hat, ja. Oder ein anderer Fall hier in Heide, wo ein Mann seine Frau, als sie nichts ahnte, in den Rücken gestochen hat mit dem Küchenmesser, also mit dem Kochmesser, und sie schwer verletzt hat. Und man hat natürlich mit der Polizei zu tun, wenn es um Auskünfte geht. Ne, manchmal ist natürlich dann auch immer die Pressesprecherin, auf die man verwiesen wird, wenn man was wissen will von der Polizei. Ja, fragen Sie unsere Pressesprecherin, ne, die ist dafür zuständig. Ja, wir haben heute Sonntag, da hat die keinen Dienst. Und das waren so die Gelegenheiten, mit denen man als Journalist bei der Tageszeitung konfrontiert war. Wo schreibst du? Hast du einen Schreibzimmer, hast du bestimmte Tageszeiten, also Uhrzeiten, und hast du Rituale? Nein, Rituale habe ich nicht. Also ich habe ein Schreibzimmer sozusagen, wo ich meinen Rechner stehen habe,
Und ich bin aber auch manchmal sogar mit dem Rechner unterwegs, also es ist ein Laptop, und kann dann, wenn ich unterwegs bin und Stromanschluss habe, auch weiterschreiben. Aber in der Regel schreibe ich sozusagen in meinem Büro, ja. Und Rituale habe ich eigentlich nicht. Also ich arbeite zum Beispiel gerade auch wieder an einem neuen Krimi, und da ist es einfach so, dass ich schreibe und schreibe, und wenn ich dann nicht weiterkomme und ein bisschen Pause mache, dann gehe ich eben raus und mache was anderes und setze dann die Arbeit am Schreibtisch wieder fort, bis ich dann irgendwann merke, mir fällt nichts mehr ein oder ich werde müde oder so, und dann mache ich was anderes. Zum Beispiel setze ich mich dann vor dem Fernseher und gucke mir da ein Krimi an oder sowas. Ne? Oder ich lese auch Krimis zwischendurch von anderen Autoren und informiere mich sozusagen dadurch, wie andere Autoren schreiben und wie andere Krimis aufgebaut sind. Das lässt sich ja mitunter auch gar nicht so vergleichen. Also es gibt ja viel andere Herangehensweisen, zum Beispiel aus der Perspektive von Verbrechern, während bei mir das eher aus der Perspektive der Polizei geschildert ist. Ja, also es gibt nicht so viel Täterwissen, was oft in Krimis benutzt wird, dass die Polizei auch in Verfilmungen, also auch in Tatorten oder so, dass die Polizei irgendwie im Dunkeln stochert, im Nebel stochert und die nächste Szene aber den Täter schon bei der Vorbereitung des nächsten Verbrechens zeigt oder so. Ne, das versuche ich zu vermeiden. Also ich beschreibe sozusagen aus der Polizeiperspektive. Wo finden wir dich bei Social Media? Ich bin bei Facebook, ja. Inzwischen bin ich auch bei TikTok, ja. Weil ich gesehen habe, dass es dort auch Möglichkeiten gibt, zum Beispiel für sein Buch zu werben. Und das sind so meine Plattformen, genau. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Ja, mein Buch ist überall da zu kriegen, wo es Bücher gibt, also im Buchhandel. Natürlich auch bei den Online-Handlungen wie Amazon oder bei Thalia oder Weltbild und so weiter und so fort. Und es gibt es auch mittlerweile als E-Book. Und wie gesagt, ich bevorzuge ja auch meinen örtlichen Buchhändler, wenn ich mir einen Roman kaufe oder ein anderes Buch kaufe. Aber wie gesagt, man findet das Buch auch bei Amazon, bei Thalia und so weiter. Hugo Dubel. Der Novum Verlag ist ja ein österreichischer Verlag. Und ich denke mal, das Buch gibt es entsprechend auch in Österreich und auch in der Schweiz. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Ja, ich wünsche mir von den Lesern, dass sie Gefallen an meinem Roman finden, dass sie das gut finden, für spannende Unterhaltung halten. Mehr will ich eigentlich auch nicht. Also ich habe nicht vor, damit den literarischen Olymp zu erklimmen, aber ich halte es für solide geschriebene, spannende Unterhaltung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und ich hoffe natürlich, dass meine Leser das gut finden und spannend finden und das vielleicht auch weitersagen und am Ende vielleicht darauf zurecht hoffen, dass die Geschichte einfach weitergeht mit der nächsten Folge. Denn das ist auch klar. Ich habe schon ein paar weitere Folgen, um diesen Hauptkommissar Gerd Pocher in der Schublade, sprich auf der Festplatte. Und warte darauf, dass wenn das
erste Buch ein wenig Erfolg hat, das zweite dann sofort hinterher veröffentlicht wird. Und vielleicht auch das dritte und vierte. Denn so viel kann ich verraten, im Euro passieren doch verdammt viele ungeheure Dinge. Und Gerd Pocher und René Lebrun und Pierre Moulin und später eben auch Roland Briand sind ein ausgesprochen gut aufeinander eingespieltes Ermittlerteam. Ja, Elko, wir sind schon am Ende. Ich danke dir herzlich für diesen Einblick in dein Buch und ja, hoffe, du kommst bald wieder. Ja, gerne. Dann wünsche ich dir heute noch einen schönen Tag. Jo, danke, Emilia. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Bis dann. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.